Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen beim GTWS Manufacturers Cup Gruppe 4 auf Saint-Croix. Aus irgendeinem Grund haben wir es auf Startposition Nummer 2 geschafft und haben 14 Wagemutige direkt hinter uns. Es wird einen fliegenden Start geben. Wir gucken uns das gesamte Fahrerfeld mal an. Ich bin heute im Subaru WRX GT4 unterwegs und ja, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Irgendwie haben wir es da vorne hingeschafft. Und jetzt gucken wir einfach mal, dass wir die ersten Kurven überleben und irgendwie mit den rutschigen, harten Reifen über den virtuellen Asphalt kommen. Ich freue mich, ich habe richtig Lust. Ich bin noch nicht so sicher, was uns hier gleich erwartet, aber wir lassen uns jetzt mal alle gemeinsam überraschen. Guti! Wie es bisher gelaufen ist? Ja, noch nicht viel. Ich habe ungefähr eine Stunde trainiert, na sagen wir mal so 50 Minuten und habe es zumindest auf eine tiefe oder mittlere 3,52 geschafft. Die Topzeiten liegen, glaube ich, so irgendwo im 47er Bereich. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Einmal tief durchatmen, Kopf freikriegen, nicht böse sein, dass ich wenig in den Chat reingucke, so langsam, aber sicher schaffe ich das ja tatsächlich auch. Und dann gucken wir, dass wir hier 4 Runden über Saint-Croix mit so wenig Schmerzen wie möglich hinbekommen. Der gute Eiffelman hat sein Abo verlängert, jetzt schon 5 Monate mit dabei. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt geht's los, Ladies and Gentlemen. Hören sich alle ein bisschen leidig an, die Motoren. Aber die 4 Runden werden sie schon schaffen. Fliegender Start kann natürlich durchaus auch ein Vorteil sein. Mit ein bisschen Sicherheitsabstand hier reinzugehen. Und los geht's. Oh, ich habe ein technisches Problem. Ich habe ein technisches Problem. Mein Sound ist zeitverzögert. Ah, es ist aber nur der Sound. Okay. Ich muss den Kopfhörer abnehmen. Mein Sound ist irgendwie eine Sekunde zeitverzögert. Und es verwirrt mich komplett. Das ist natürlich jetzt ganz, ganz seltsam. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch zeitverzögert ist oder ob es bei euch richtig ankommt. Ich fahre auf jeden Fall komplett ohne Ton. Und das fühlt sich gerade sehr seltsam an. Jetzt erstmal wieder in die Konzentration reinkommen. Und die Linie finden. Ja, das Thema hatten wir vor ein paar Wochen schon mal. Ohne zu wissen, woran das tatsächlich liegt. Und jetzt erstmal nicht von hinten hier unter Druck setzen lassen. Rechts mache ich zu. Und weiter geht's. Hier jetzt nicht optimal rausgekommen, das kostet mich ein bisschen Schwung. Der Ferrari zieht weg, der Nissan kommt wahrscheinlich ein bisschen ran, jawohl. Wir lassen ihn links ziehen. Ah, wahnsinnigen Geschwindigkeitsüberschuss. Also, da kann ich den zweiten jetzt zumindest erstmal nicht halten. Jetzt vorsichtig beim Anbremsen im Windschatten, ne?
Und vorbei sind wir. Sehr schön. Hier viel zu langsam durchgekommen. Das hat Zeit und Kraft gekostet. Wieder diese Ecke. Keine Ahnung, was da schon wieder passiert ist. Das kostet mich jetzt mindestens 2 Plätze, würde ich sagen. Nein! Fünf Sekunden Strafe, das wird uns mindestens 7,5 kosten. Es ist auch wirklich eine riesen Herausforderung, dieses Rennen hier komplett ohne Ton zu fahren. Das fühlt sich ganz seltsam an, einfach nicht richtig. Okay, egal, bringt nichts. Die anderen machen auch Fehler, weitermachen. Ich kriege halt so gut wie kein Feedback, ne? Auch über die Geräusche nicht. Deswegen, es ist alles bloß reines Bauchgefühl hier gerade. Mit ein bisschen Force Feedback vielleicht. Gerade noch die Idee hätte, vielleicht noch mal den Sound des Fernsehers ein bisschen hochzuschrauben, um vielleicht doch ein bisschen was zu hören. Aber während des Rennens jetzt eher schwierig. Und noch ist nicht alles verloren. Knautschi, wunderschönen guten Morgen, schön, dass du reinschaltest. Ja, ihr hört alles, aber auf meinem Headset kommt es zeitverzögert an. Das ist total verwirrend. Der Sound kommt auf meinem Headset deutlich später an, als es tatsächlich passiert. Das heißt, ich höre Reifen quietschen und Bremsgeräusche deutlich zeitversetzt. So, jetzt kommen wir hier natürlich auf einen der schnellsten Streckenabschnitte und werden jetzt runtergebremst. 5 Sekunden, das tut jetzt richtig weh. Das tut jetzt richtig weh, das wird ein paar Plätze kosten. Ich höre natürlich auch das Überdrehen des Motors nicht, das heißt, ich muss sehr genau hier auf die Anzeige schauen, auch die Schaltanzeige auf meinem Lenkrad und im Spiel selber sind zeitverzögert. Das heißt, irgendwas passt hier überhaupt nicht. Damit will ich sagen, danke für nichts. Damit will ich sagen, dass ich mir auch unglaublich schwer tue, die Schaltpunkte zu finden, weil ich nicht weiß, welche Anzeige stimmt. Die ich hier auf dem Bildschirm sehe oder die am Lenkrad. Aber ich vermute mal die am Bildschirm, da der Lenker, das Lenken richtig funktioniert. Ja, jetzt bin ich raus. Ja, das war's. Und wieder 5 Sekunden. Also das Rennen kann ich eigentlich abbrechen. Das ist wirklich, es ist einfach nur komplett für die Tonne. Viel frustrierender hätte es ja auch wirklich nicht laufen können. Naja, das erste von insgesamt 4 Rennen, die ich mir vorgenommen habe. Diese 5 Sekunden Zeitstrafe sind aber auch wirklich gnadenlos. Und wir werden somit jetzt hier einmal durchs komplette Feld durchgereicht werden. Ja.
So, ich kann jetzt trotzdem spaßhalber nochmal gucken, was passiert, wenn ich den Sound am Fernseher hochdrehe. Aber so lässt sich wirklich nur schwer fahren. Ja, Sound am Fernseher funktioniert. Jetzt höre ich wieder was. Alles klar. Wollen wir auch mal nicht alles auf die Technik schieben. Aber geholfen hat es natürlich nicht. Herr Norman, vielen Dank fürs Folgen. Schön, dass du dabei bist. Grüß dich. Auch wenn es gerade nicht so prickelnd ist auf dem Bildschirm. Fast ein Wunder, dass wir im Moment noch auf den 8. von 15 Plätzen sind, aber den wir, wie gesagt, durch die Zeitschleife dann auch gleich verlieren werden. Aber mal sehen, was vielleicht nach vorne noch geht. So, wir bauen wieder die 5 Sekunden ab, aus denen dann mal ganz schnell wieder 7,5 werden, ne? Zumindest habe ich gelernt, nicht in den ersten, sondern es reicht, in den zweiten runterzugehen. So, es geht rein in die letzte Runde. Laurent holt da langsam auf. 1,2 Sekunden sind es da noch. Und jetzt schauen wir mal. Nach vorne schaffe ich auf jeden Fall die Lücke nicht zu schließen. Auch da ein bisschen verbremst, aber wenigstens nicht in der Wand eingeschlagen. Aber die Luft wird dünner. Ja, da habe ich ihn tatsächlich auf der Innenseite komplett übersehen.
erschalten auch noch. Ja, es ist gerade sehr leise. Ich komme einfach nicht mehr rein. Egal, jetzt irgendwie die letzte Runde hier durchziehen, so gut wie möglich. Eieieiei, so habe ich mir den Ritt natürlich nicht vorgestellt. Aber irgendwas kann halt immer sein und manchmal sind es die überraschenden Dinge. Ja, Knautschi schreibt es gerade, wenn einmal der Wurm drin ist, kommt man da schwierig wieder raus, den Kopf wieder freizukriegen, ne? Das ist immer die Herausforderung. So, einen scheinen wir hier zumindest nochmal cashen zu können. Was ist denn das für ein Arschloch? Ist ja unfassbar. Aber zum Glück habe ich Reaktionszeiten wie ein Eichhörnchen. Die letzte Kurve und ich, ne? Wir beide sind irgendwie keine Freunde mehr, zumindest nicht in diesem Rennen. Nun gut, irgendwie noch auf den achten gerettet. Das hätte auch noch schlimmer laufen können. Was für ein Quatsch, oder? Da lässt man sich wegen so einer Sache so rausbringen, aber da sieht man einfach doch, dass Bild und Ton so eng zusammenlaufen und dann kommt der Kopf in Panik. Ja gut, es war das erste von vier Rennen. Drei Chancen haben wir somit noch und wir sehen ja, welches Potenzial da drin steckt, was eventuell möglich ist. Und deswegen, ja, wie gesagt, Haken dran. Ich bin relativ optimistisch, dass wir das besser hinkriegen. Aber manchmal läuft es halt leider so.